So, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben durstigen Freunde. Hier wieder euer durstiger Dave im passenden Shirt. Und natürlich, wie versprochen, heute das billige Hassarö, da das normalerweise gar nicht so billig ist, aber im Preis runtergesetzt. Und weil das so günstig war, werde ich heute sogar eine Mass, habe ich auch richtig ausgesprochen, für unsere bayerischen Fans extra, eine Mass mit euch genießen. So, halber Preis bedeutet doppelte Menge. Haben wir immer noch denselben Preis vom Normaltarif hier. Hasseröder. Und ich habe es auch schon ja probiert, also es ist kein schlechtes Bier. Also es gibt bessere sicherlich, ne? Aber für den Preis, jetzt mal ohne Witz, da kann man wirklich nicht meckern, wer Netto in der Nähe hat, weil es das Angebot noch gilt. Ich habe da natürlich gleich dreifach zugeschlagen, mehr war nicht mehr da. Es waren 4 Kästen noch da, davon waren aber nur 3 voll. Und der letzte, der war, ja, da waren ein paar Flaschen einzeln. Das ist dann immer ein Theater an der Kasse. Darauf habe ich keinen Bock. Ups, sorry. Schulz. Hier habe ich schon meine halbe, ist auch Hasseröder. Das ist, heute bleibe ich dabei. Aber ich habe gedacht, fürs Video trinke ich heute eine frische Mass mit euch zusammen. Auf euer Wohl, natürlich nicht auf Ex. Schön gemütlich. Wobei gemütlich natürlich nicht im Babytempo heißt. Es ist ja auch schließlich schon wieder spät. Ich werde bald schlafen gehen. Der Hund liegt heute auf dem Boden, mal nicht auf dem Sofa. Manchmal, das macht er, wie er möchte. Manchmal hat er Bock, auf seinem Platz zu liegen. Da hat er extra sein Deckchen. Das ist sein Platz. Költiger, das ist dein Platz. Er kennt seinen Platz. Manchmal, wenn ich rausgehe aufs Klo, oh, ich sehe gerade, es ist zu wenig Licht, oder? Nicht, dass die Bildqualität leidet. Besser so, denke ich. Ja. Manchmal kommt er dann ganz frech auf meinen Platz, aber meistens genügt so ein Fingerzeig oder auch gar nichts, dann geht er von alleine gleich darüber auf seinen Platz. Im Sommer passiert es häufig, ich vermute, es liegt daran, dass das Leder kühler ist von der Couch und dann mache ich seine Decke als dann sogar weg. Ne? Wenn es richtig heiß ist, liegt er manchmal sogar auf den Fliesen im Bad, der legt sich dann wundere ich mich, hey, wo ist der Hund eigentlich? Ne? Und dann sehe ich, ah ja, der liegt im Bad. Das am Anfang war das, wo ich ihn halt neu hatte, da hat mich das dann beim ersten Mal gewundert, bin ich echt erschrocken, habe ich gedacht, hä? Habe ich ihn aus Versehen ausgesperrt? Ist der auf dem Balkon oder ist der vor der Tür? Der macht sich ja bemerkbar. Aber blöd ist der ja nicht. Aber mich hat es halt gewundert, er war halt weg. Normalerweise war er immer in meiner Nähe. Und dann war er plötzlich weg und dann lag er halt im Bad. Da ist es komplett gefliest. Ne? Da gibt es auch keinen Teppich und nichts. Ne? Und also so ein Plüschvorleger halt habe ich, aber nee, der lag da mitten im Bad auf den Fliesen. Aber. Ja, also lang lasse ich trotzdem nicht machen. Cheers. Weil die Erfahrung ist, dass die Hunde sich da überschätzen. Die haben am Bauch nicht so viel Fell, wie sie glauben. Und wenn die zu lang drauf liegen, können sie Durchfall kriegen. Also das hatte ich auch schon. Gut, weiß man auch nicht, ob es davon kam oder ob er was Falsches gefressen hatte am Tag vorher, dass es Zufall war. Auf jeden Fall, ich habe dann mal mit der Tierärztin geredet. Die hat auch gemeint, lassen sie den Hund, auch wenn er meint, dass es ihm gut tut, nicht stundenlang auf dem kalten Fließboden liegen. Mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde, okay, aber dann ruhig wieder sagen, so, jetzt komme ich wieder mal mit und gehen wir mal woanders hin. Ne? Jo, so viel zum Thema dazu. Wer Hundebesitzer ist, weiß das vielleicht. Wenn nicht, weiß das jetzt. Oder wenn ihr noch bessere Tipps habt, sagt es also mir. Schreibt das in mir. Ich wende mich jetzt allerdings wieder dem Hauptthema hier zu. Ich habe das Maß ja schon komplett eingegossen, genau. Ich lese ganz kurz vor. 100% deutsches Reinheitsgebot, Hopfen, Wasser, Gerstenmalz, genau. Bei Mein Bier erleben kann man da sogar irgendwie, bieten sie so eine Challenge an, tapintoyourbeer.com und mein-bier-erleben.de, hasseröder.de, also da machen sie wohl so eine Art, ich weiß nicht, ob das Eigenwerbung ist oder ob da was Spezielles abgeht, habe ich noch nicht geschaut. Ja, bist du wieder da, gell? Jo, ich bastille. Da muss man mal schauen, was das ist. Ich habe da selber noch nicht reingeschaut, aber das werde ich machen.
Hasseröder gibt es seit 1872, also ist schon so ein sehr altes Bier. Hasseröder Brauerei aus Wernigerode, braut seit 1872 nach dem deutschen Reinheitsgebot. 4,9% haben wir hier und die schreiben sogar die Kalorienangabe mit drauf. Und zwar haben wir exakt 500 Milliliter 203. Das ist nicht wenig, ne? Bedeutet, nach 5 Halben bist du auch schon wieder bei 1000 Kalorien. Das müsst ihr jetzt mal auf den Tagesbedarf ausrechnen. Cheers auf euer Wohl. Man sagt ja durchschnittlich 2000 Kalorien braucht der Mann. Aber wenn man jetzt ein bisschen auch Sport macht, so wie ich, und auch ein bisschen größer und kräftiger sowieso ist als der Durchschnitt, kann man ruhig 2.500 bis 3.000 rechnen. Das heißt also, wenn ich jetzt nichts essen würde, ausschließlich Bier tränke, könnte ich 15 Flaschen am Tag trinken. Ich glaube zwar nicht, dass das auf die Dauer meiner Gesundheit zuträglich wäre, deswegen mache ich das auch nicht. Aber ich denke tatsächlich, wenn ich 10 halbe oder 5 Maß am Tag trinken würde und nichts dazu essen, dann würde ich abnehmen bei der Geschichte. Allerdings würde ich dann auch Muskulatur verlieren, weil der Körper dann halt auch an die Reserven geht, ne? Wenn keine Sachen wie gesunde Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße und so kommen. Jetzt nochmal auf euer Wohl. Die Maß werde ich jetzt noch mit euch gemeinsam vernichten. Die halbe trinke ich dann aber in Ruhe noch aus. Dann habe ich meine 3 halben für heute. Dabei soll es dann auch bleiben. Und ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Denn bis ihr das seht, ist jetzt schon... es ist Donnerstag. Ich lade das morgens hoch noch. Das wird am Donnerstag sein, nicht Freitag. Ich werde versuchen am Samstag, wie ich es schon gesagt habe. Ich habe ja versprochen, ich mache ein Video. Das ist hiermit geschehen. Ich werde versuchen, einen Livestream zu machen am Samstag, die Nachmittagszeit, wo es noch hell ist, vielleicht so um 16 Uhr um den Dreh rum. Aber das kann ich noch nicht versprechen, dass es um die Uhrzeit klappt oder dass es überhaupt klappt. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist gut, ist hoch. Schulz, der kam von ganz tief, also richtig von Herzen, extra für euch, also im Guten gemeint, ne? Jetzt nicht als Verarschung empfinden. Rülpsen tue ich ja eh, aber jetzt nochmal auf euer Wohl. Die Mass. Und sage ich einfach so, ich wünsche euch einen guten Start in die letzten beiden Tage der harten Woche. Donnerstag und Freitag. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Wochenende, entweder per Video oder, wie gesagt, ich strebe es an, per Livestream das hinzukriegen. Dann sehen wir uns live. Aber wenn ich es nicht schaffe, aus irgendwelchen Gründen, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Ne? Und an die, die das Eichbaum in dem Kurzvideo gesehen haben und es sehen wollen, auch das wird kommen. Cheers, auf euer Wohl. Und das war ein Maß Hasseröder, lecker. Die bessere, aber auch schlechtere. Und heute bleiben wir mal unter 10 Minuten. Und ich wünsche euch was. Und am Wochenende sehen wir uns auf die eine oder andere Art definitiv, versprochen. Euer Dave, macht's gut, bleibt tapfer und durstig und bis bald. Und tschüss.